Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute wieder ein Beispiel mit unserem Partner, mit Felix Perzel von seiner Praxis Alma Fuente. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Dad. Wir haben heute ein Thema, und zwar geht es um Burnout. Du hast einen Klienten mit Burnout gehabt. Erklär mal, wie war die Ausgangssituation? Also der Klient, der zu uns kam, war ziemlich verzweifelt. Mitte 50-jähriger Mann, sehr erfolgreicher Unternehmer, der sich einfach nicht leisten konnte, auszufallen. Das heißt, ihm war seine Gesundheit schon sehr bewusst. Ein sehr sportlicher Mensch, immer schon sportlich aktiv gewesen. Und bemerkte die letzten 6 Monate einen erheblichen Leistungsabfall. Erst im Sportlichen, dann irgendwann auch im Beruflichen, dann irgendwann auch im Privaten, dann irgendwann auch im Schlaf. Und so wurde es immer schlimmer und schlimmer. Er hat allerdings nicht das Vertrauen in die Schulmedizin gehabt, weswegen er sich gar nicht erst an Ärzte gewandt hat, weil er nicht sehen konnte, dass die ihm eine Lösung bieten könnten. Also hat er präventiv einfach auf Empfehlung von einem Freund und Apotheker eine große Menge an Nahrungsergänzung genommen. Dabei ging es ihm auch ein bisschen besser. Aber letztendlich wurde es immer schlechter und schlechter und schlechter. Irgendwann so weit, er konnte sich eben nicht leisten, als Chef eines großen Unternehmens nicht zu arbeiten. Das heißt, er ging weiter zur Arbeit. Er konnte kaum schlafen, war morgens müde, mittags müde, abends müde, musste sich mehrmals am Tag hinlegen. Die Stimmung, die Psyche ging natürlich runter in Richtung Depression. Er konnte keinerlei Sport mehr ausüben. Und musste den ganzen Tag auch in wichtigen Meetings ständig vor sich hingehen und vor lauter Zellerschöpfung. Konnte aber auch nicht schlafen, wenn er sich hinlegen würde. Und das war natürlich eine sehr belastende Situation für ihn. Das heißt, er hatte einen großen Leidensdruck und ist dann letztendlich zu uns gekommen, um sich einmal beraten zu lassen, was wir denn tun könnten für ihn. Und was habt ihr getan? Wir sind dann erst natürlich über wir haben uns natürlich seine Situation angeschaut, haben mit ihm auch über das Thema IHT-Therapie geredet, was absolut prädestiniert für Burnout ist. Dabei geht es ja um die Energetisierung der Mitochondrien, die da stark gelitten haben. Und haben ihm aber gleichzeitig angeboten, ihn kinesiologisch testen zu lassen mit dir. Seine Frau hat das auch gleich mitgemacht. Die hatte ein anderes gesundheitliches Problem. Und normalerweise habe ich ihm gesagt, rechne ich immer damit, wenn wir nur die IHT-Therapie machen würden und ein paar Nahrungsergänzungen geben, dass wir schon mindestens 6 Monate, vielleicht sogar mehr brauchen würden, damit er wieder halbwegs auf dem Level sein würde, wie er es möchte. Er hatte keine andere Möglichkeit, hatte gesagt, machen wir. Und wir hatten aber zum Glück den Vorteil, dass wir eben durch deine Kinesiologie genau wussten, welche Nahrungsergänzung braucht er. Das heißt, auch da durfte er alles beiseite stellen, was er bisher genommen hatte und hat nur noch die spezifischen Formslim-Produkte bekommen, die er wirklich brauchte und benötigte für die verschiedenen Organsysteme. Gleichzeitig haben wir ihm empfohlen, noch weiter lokal mit dem Repulse-Gerät zu arbeiten, lokal an der Niere und Nebenniere. Weswegen er sich auch, weil es ein so schwerwiegender Fall war, das Gerät sogar gekauft hat, weil er es tagtäglich 2 bis 3 Mal am Tag machen musste. Und darüber hinaus kam er eben 2-mal die Woche zu uns für eine IHT-Sitzung in Kombination mit dem Rifetech Plasma und führte im Prinzip eben dazu, dass wir ihm einen sehr genauen Weg aufzeigen konnten, verschiedene Werkzeuge an die Hand geben konnten. Und für ihn war es eben sehr wichtig, auch eine gewisse Betreuung zu haben, so dass er zwar bei uns war, aber über das Repuls und über die Nahrungsergänzung auch selber was machen konnte. Und nach 4 bis 6 Wochen waren die Effekte so weit, dass er spürte, dass es ihm langsam besser ging. Er konnte endlich wieder ein bisschen besser schlafen. Er brauchte keinen Mittagsschlaf mehr, aber natürlich war die Energie noch nicht da, wo sie sein sollte. Wir haben dann das Ganze weiter unterstützt, haben monatlich das Ganze eben getestet und testen lassen von dir. Und bereits nach 8 Wochen war es schon so, dass er einen erheblichen Unterschied spürte und sogar mit dem Sport wieder langsam anfangen konnte. Nach 10, 12 Wochen, das heißt extrem schnell, war er in dem Bereich, dass er uns gefragt hat, ob die Therapie denn noch nötig sei. Worauf ich sehr überrascht war, weil ich ihn erstmal fragte, wie es ihm denn gehen würde. Und er sagt, prächtig, also kein Symptom sei mehr da.
Er würde jetzt auch, wie gesagt, ein sehr sportlicher Mensch, jeden Tag joggen gehen und damals im Winter auch noch langlaufen. Und was mich auch im Positiven überraschte, er sagte, er sei so fit wieder, dass er sogar neue Bestzeiten schaffte zu laufen, sowohl im Langlauf als im Joggen. Und er sagte, normalerweise kennt er das, dass irgendwann die Puste ausgeht. Die Muskeln, der Körper könnte noch, aber die Puste geht nicht. Und er sagte, das erste Mal seit Jahren, seit Jahrzehnten spürte er, dass die Muskeln nicht mehr konnten. Die Puste würde noch gehen. Er hat wahnsinnige Zeiten gelaufen und war wieder im Beruflichen topfit und da, konnte sich wieder konzentrieren. Dadurch ging natürlich auch seine Stimmung, seine Laune hoch, was natürlich sein ganzes Umfeld auch freute, weil er auch Kinder hat und eben seine Frau, die natürlich mit in dieser Situation leideten. Und gleichzeitig konnte er aber auch wieder seinen sportlichen Ausgleich machen, was ihm sehr, sehr wichtig war. Und hat darüber im Prinzip eine wirklich 180-Grad-Wendung hinbekommen in einer Geschwindigkeit, wo ich sehr überrascht war. Bisher haben wir die Menschen eben vorher, bevor wir mit dir zusammengearbeitet haben, dann ausschließlich mit dem IHT behandelt und mit Nahrungsergänzungen. Und da hätte ich nie gedacht, dass man das in der Geschwindigkeit wirklich hinbekommt. Und er war natürlich überglücklich und begeistert. Und hat eben sehr, sehr glücklich und freudig dann das Angebot der Prävention angenommen. Es ist ja für uns auch sehr wichtig, dass dieser Zustand auch bleibt und nicht die Person wieder zurück in dieses alte Problem und Muster fallen. Er hat einen sehr stressigen Job, das kann er nicht von heute auf morgen ändern. Also muss er den Körper energetisieren. Mhm. Er arbeitet weiter mit dem Repuls und auf einer kleinen Basis von Präventionsnahrungsergänzung ausgetestet und ist damit super, super glücklich und uns extrem dankbar gefunden zu haben. Denkst denn du, dass es eine Kombinationsmethode war, die den Ausschlag gegeben haben, dass wir also IHT und Plasma und Licht, also drei Thematiken kombiniert haben mit einer biochemischen Stoffwechselprodukt? Absolut. Also was ich viel beobachte, ist, dass viele Praxen einzelne Therapieangebote haben, die aber für sich alle gut sind, aber in der Kombination nicht passen. Ich will nicht sagen, dass sie konträr sind, aber sie arbeiten nicht zusammen. Ich zeige das immer unseren Klienten so oft, dass ich sage, wenn sie 10 Ruderer im Boot haben und jeder Ruderer könnte alleine Olympia gewinnen, aber die reden nicht miteinander und können nicht kooperieren, dann fährt das Boot im Kreis, egal wie gut die einzelnen Ruderer sind. Und es ist nicht nur so, dass diese verschiedenen Therapiemöglichkeiten, wie du gerade aufgezählt hast, das Besondere ist, sondern eben auch die Kombination, die Interkombinierbarkeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das der Hauptgrund ist, warum wir ihn von dem absoluten Tiefpunkt des Burnouts wieder extrem schnell in sein Leben zurückbekommen haben. Und bei diesem Klienten musstest du keine manuelle Therapie anwenden? Also er hatte, das war letztendlich nicht mit seinem Burnout-Thema, also er bräuchte es nicht aufgrund des Energielosigkeitsthema, aber ich sage immer metaphorisch, die Leute haben immer Läuseunflöhe, das heißt, die kommen ja nicht nur mit dem Energielosigkeitsthema, sondern beispielsweise plagten ihn auch schon seit Jahren, Jahrzehnten Rückenschmerzen, die so weit fortgeschritten waren, dass sie halt einfach da waren. Das heißt, ihm war gar nicht klar, dass es einen Zustand geben könnte, wo er diese Schmerzen nicht hatte. Daraufhin habe ich ihn eben mehrmals mittels osteopathischen Techniken behandelt und habe das eben mitlaufen lassen. Auch da mit einem großen Erfolg. Meines Erachtens hängt auch das wieder mit zusammen, weil ich kann mit den Händen ja nur das anregen, aber der Körper muss es ja selber machen. Das heißt, ich sage mal metaphorisch, wir schaffen höchstens die Steine aus dem Weg. Der Weg geht der Körper alleine. Und mit all diesen Therapieformen, wo er so energetisiert war, hat mich auch nicht gewundert, dass auch diese lange bestehenden Rückenschmerzen relativ schnell in der von wenigen Behandlung deutlich besser wurden. Und er hat dann eben weiterhin auch zu Hause bei Bedarf mit dem Repuls gearbeitet und war total begeistert, wie schnell ihm das auch Abhilfe schafft, konkret an symptomatischen Stellen. Mhm. Das war wirklich sehr besonders. Also an Schmerzpunkten an solchen Orten. Genau. Im Rücken oder wo auch immer. Richtig. Also er hatte erwartet, dass das Repuls eben rein für seine Burnout-Geschichte ihm helfen würde, weil er es auf die Nieren gehalten hat. Aber darüber hinaus hat er es mittlerweile als absolutes Alltagstherapiewerkzeug. Er hat erkannt, was das Gerät erkannt, alles kann. Genau, und verstanden. Es ist immer am Anfang hat man eine Schwelle, die man überschreiten muss, den ersten Schritt, den man machen muss und dann in der Anwendung merkt man dann plötzlich, ja, aber
aber das ist ja eigentlich auch noch für das und das und das zuständig oder einsetzbar. Beim Plasmagerät nimmt mich Wunder, hat er nur ein einziges Programm gebraucht, oder? Ja, interessanterweise ja. Wir hatten tatsächlich nur ein Programm, um die Gesamtregeneration des Körpers zu unterstützen. Das heißt, wir arbeiten ja zwar katabol mit dem Plasma, aber wir helfen im Prinzip ja dem Körper, mit diesen Programmen wieder in die Regeneration zu kommen. Also die Probleme auszuscheiden. Genau. Ja, es geht um diesen katabolen Prozess. Genau. Ja. Und da braucht er tatsächlich nur dieses Programm. Zwar relativ häufig, das heißt, wir haben ungefähr 20 Sitzungen mit dem Reiftec Plasma gemacht, immer in Kombination mit dem IHT, das heißt, okay, auch da haben wir 20, 24 Sitzungen gebraucht, konnten das aber idealerweise kombinieren, das heißt, wir hatten natürlich auch zeittechnisch, konnten wir da sehr effektiv arbeiten, das war ihm sehr wichtig, weil er natürlich auf der einen Seite sich nicht komplett rausnehmen konnte. Auf der anderen Seite hat er aber erkannt, er musste sich um die Gesundheit kümmern. Und dass wir ihm diese Lösung anbieten konnten, dass er zweimal die Woche für anderthalb, zwei Stunden nur kommen musste, hat ihm extrem geholfen, sein berufliches, das Unternehmen letztendlich weiter aufrechtzuhalten. Habt ihr irgendwann mal Blutuntersuchungen und Hormonuntersuchungen, Cortisolspiegel gemessen, irgendetwas gemacht? Also da er vorher auch schon sehr, sehr bewusst war, was die Gesundheit anging, hat er gar nicht damit angefangen, im Labor zu suchen, sondern er hat im Prinzip versucht, direkt eine Lösung zu finden, ohne die Probleme sich groß anzuschauen. Deswegen, glaube ich auch, war es ein prädestinierter Klient für die Arbeit oder für die Kooperation, wie wir machen, weil ihm es letztendlich nicht um Werte oder um Blutwerte oder Probleme ging, sondern was muss ich tun. Wir hatten gleichzeitig auch ihn eben unterstützt mit homöopathischen Hormonen, die er sich eben applizierte, aber nichts dergleichen hatte er in Richtung Labore oder sonstiges gemacht. Gut. Was glaubst du, ist aus deiner Sicht in deiner Praxis passiert, seit wir zusammenarbeiten? Was bedeutet das für euch zwei? Also ich war ja eben bei der Metapher des Ruderbootes, wo ich gesagt habe, da sind 10 Ruderer, die alle ihr eigenes Bier mischen. Uns war immer sehr wichtig, dass wir nicht in dieses Schema fallen, ein Kunde kommt und wir haben Schema F und dieses Schema F wird durchgezogen, sondern wir haben immer nach Möglichkeiten gesucht, unsere Behandlungsgrenzen zu erweitern, aber mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die ineinander greifen. Und dabei, um in der Metapher zu bleiben, hatten wir vorher vielleicht 2, 3 Ruderer im Boot und die haben auch schon ganz gut zusammengearbeitet und kooperiert und das Boot konnte auch schon ganz gute Zeiten machen. Aber seitdem wir dieses Level der Kooperation mit dir gemacht haben und auch in die Routine gegangen sind miteinander, haben wir natürlich eine ganz andere Effektivität erreichen können. Wir haben vorher auch mit Nahrungsergänzungsprodukten gearbeitet, aber das Ganze kam immer aus unserem Verstand. Das heißt, wir als Therapeut haben aus dem Verstand agiert und gesagt, das könnte Ihnen gut tun. Das sollten Sie mal nehmen. Aber auf die berechtigte Frage von manchen Klienten, wie viel denn und wie lange, konnten wir nur auf die empfohlene Dosis hinweisen und sagen, probieren Sie es mal aus. Das heißt, wir wussten schon, es muss doch eine bessere Möglichkeit geben, aber wir kannten sie noch nicht. Und als wir dann in diese Kooperation gegangen sind, haben wir natürlich auch über diese kinesiologische Testung genau das finden können, was der Klient braucht. Genau in der Dosis, genau in der Dauer. Und das imponiert den Klienten auch, weil sie nicht das Gefühl haben, sie werden durch ein Schema gedrückt, Schema F, sondern bekommen einen individuellen, ich sage immer, maßgeschneiderten Therapieanzug. Also jede Therapie bei uns ist genauso individuell, wie jeder Mensch individuell ist. Genau. Und setzt sich aus den verschiedenen Bausteinen zusammen. Genau. Das heißt, man kann sagen, es ist ein Ruck passiert bei euch in eurer Praxis. Also ihr habt eine neue Dynamik in der Praxis gebracht, weil ihr gemerkt habt, dass die Effizienz sich massiv erhöht hat. Was kannst du anderen Therapeuten die da vielleicht zuschauen, was kannst du denen empfehlen? Ich kann jedem Therapeuten nur empfehlen, offen zu bleiben. Ich selber bin ein sehr offener, aber auch sehr skeptischer Mensch. Das heißt, als wir dich kennengelernt haben, kam ich auch mit so einem Fragenkatalog und war erstmal sehr skeptisch. Das heißt, ich wollte dich unbedingt kennenlernen oder wir, aber ich wollte auch viel wissen, was du da machst und wie das funktioniert. Und ich war zugegebenermaßen auch skeptisch am Anfang, habe dann ja selber eine Therapie gemacht mit der Testung
habe das an Freunde und Familien gemacht, bis wir an die Kunden gegangen sind. Ich kann jedem nur empfehlen, weiter offen zu bleiben, nach diesen Möglichkeiten zu suchen, denn es lohnt sich. Denn mittlerweile kommen Klienten zu uns, die seit Jahren von Therapeut zu Therapeut rennen, die Labore gemacht haben und niemand konnte ihnen helfen. Und früher konnten wir nur Schulter zucken und sagen, vielleicht bringt es etwas, wenn wir das und das machen. Heute haben wir die Gewissheit durch die kinesiologische Testung mit dir und deiner Zusammenarbeit, was sie genau brauchen und wie wir ihnen helfen können und können da auch mit Selbstvertrauen und breiter Brust das eben auch unseren Klienten anbieten. Habt ihr, da haben wir gar nie drüber gesprochen, habt ihr auch bis jetzt Sachen, die nicht gelöst worden sind? Habt ihr Fälle, die stecken geblieben sind? Also das ist natürlich eine Erwartung, dass man sagt, eigentlich kann es ja nicht überall funktionieren. Und ich weiß, dass sich das auch unrealistisch anhört, aber ich muss sagen, mittlerweile haben wir mit uns, mit Familie, mit Freunden und mit Kunden etwa um die 50 Leute, die wir betreuen. Und nicht jeder braucht jeden Baustein. Manche brauchen mehr, manche weniger. Aber ich muss wirklich offen und ehrlich sagen, dass wir bis jetzt jedem helfen konnten. Natürlich in unterschiedlicher Zeit. Der eine braucht einen Monat, der andere braucht ein halbes Jahr. Aber wir können jedem eine Perspektive geben. Das ist für viele schon ganz wichtig. Wir können sie ernst nehmen und einen Lösungsweg anzeigen. Und bis jetzt hat wirklich jeder Klient positiv darauf reagiert, was für uns natürlich auch unglaublich ist, ne? Und wirklich toll. Im wahrsten Sinne unglaublich. Toll. Schön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas näher bringen, was unsere Zusammenarbeit so bringt. Also Leute, also Zuschauer, die gerne die Praxis suchen, wo findet man euch? Also wir sind ja spezialisiert auf das Thema Energielosigkeit. Deswegen haben wir eine eigene Website, wo uns die Leute finden. energielos.alma-fluente.com. Okay. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Auf Wiedersehen. Schauen, schönen Abend. Danke.